Herzlich willkommen zu unserem neuen Häkelmandala. Heute ist das das Türchen 22. Du bist hier auf dem Kanal Gabriele von Woloholika gelandet. Woloholika ist eine Handfärberei aus Bremerhaven. Dies ist eine Werbesendung, das muss ich dazu sagen. Der Gesetzgeber möchte dies so. Denn du siehst unsere eigenen handgefärbten Garne und natürlich auch die Häkelnadel, mit der ich häkel. Doch nun lass uns starten. Wir starten heute mit einem Fadenring, so wie immer. Da häkeln wir, nachdem wir den Fadenring eine Steigeluftmasche verpasst haben, mit 12 festen Maschen. Insgesamt 12, dann den Fadenring mit einer Kettmasche schließen, das Garn nicht abschneiden, ich mache das auch nicht, und dann geht es dann weiter zur Runde 2. In der Runde 2 häkeln wir 2 Stäbchen auf jede feste Masche der Vorrunde, also insgesamt 24 Stäbchen. In der Runde 3 behäkeln wir jede Masche der Vorrunde und zwar mit 2 zusammen abgemaschten Stäbchen, 3 Luftmaschen. Das Stäbchen nur zur Hälfte häkeln und dann die 3 verbleibenden Maschen zusammen abhäkeln. 3 Luftmaschen. Und so weiter und so weiter. Das ist die Runde 3. In der Runde 4. Mir ist gestern Abend eingefallen, dass wir noch gar keine Picots gehäkelt haben, die es ja in unterschiedlichen Varianten gibt. Darum habe ich hier ein paar Picots angebaut. Wir häkeln diese Runde, die ich hier in einem Bordeaux gehäkelt habe. Und zwar häkeln wir in jeden Luftmaschenbogen der Vorrunde 4 Stäbchen, eine Luftmasche, ein Picot aus 3 Luftmaschen, wieder eine Luftmasche und in den nächsten Luftmaschenbogen wieder 4 Stäbchen. Ich zeige dir, wie das geht. Also in einen Luftmaschenbogen 4 Stäbchen. Zwei, drei, vier Stäbchen, eine Luftmasche. Jetzt häkeln wir 3 Luftmaschen für das Picot. In die zweite Luftmasche, die erste lassen wir unberührt, häkeln wir eine Kettmasche und noch eine Luftmasche. Ich zeige dir das nochmal. Luftmaschenbogen 4 Stäbchen. Eine Luftmasche für den Abstand, 3 Luftmaschen für das Picot, in die erste Luftmasche des Picots eine Kettmasche, eine Luftmasche für den Abstand und in den Luftmaschenbogen der Vorrunde nochmal 4 Stäbchen. Hab viel Spaß mit dieser Runde. Das ist die Runde. Die Runde 5. In der Runde 5 häkeln wir in jedes Picot eine Kettmasche, 5 Luftmaschen, in das Picot eine Kettmasche, da musst du einfach mitten reinstechen, Faden holen, durchziehen eine Kettmasche, 5 Luftmaschen.
und so weiter. Das ist die Runde 5. Ich häkel mit einem Sprenkelgarn. Bei dem schon fertigen Mandala habe ich das in einem Orange, diese Runde versteckt sich jetzt unter diesen festen Maschen, in einem Orange gehäkelt. Die Runde 6. Wir häkeln jetzt in die Luftmaschenbögen der Vorrunde 6 feste Maschen auf die Kettmasche eine feste Masche. Also in die Runde der Luftmaschenbögen 1, 2, 3, 4, 5, 6 feste Maschen, auf die Kettmasche auch eine feste Masche und wieder 6 feste Maschen. Das ist die Runde 6. 3, 4, 5, 6. Hab viel Spaß dabei und wir sehen uns zur Runde 7 wieder. Die Runde 7. Die Runde 7 entspricht bis auf eine kleine Abänderung der Runde 3. Und zwar lassen wir zwischen den beiden abgemaschten Stäbchen eine Masche frei. Also eine Masche frei. 1, 2 und die beiden Stäbchen zusammen abmaschen. 3 Luftmaschen, 1 frei und die beiden Stäbchen zusammen abmaschen. 3 Luftmaschen, eine Masche frei, 2 Stäbchen zusammen abmaschen und 3 Luftmaschen. Das ist die Runde 7. Hab viel Freude damit. Die Reihe 8. Runde 8 entspricht der Runde 4 und zwar 1 zu 1. Das ist das, was du hier siehst. Das ist die Runde 8 und das ist die Runde 4. Das bedeutet, wir häkeln in jeden Luftmaschenbogen der Vorrunde 4 Stäbchen. Zwei, drei, vier. Eine Luftmasche für den Abstand, 3 Luftmaschen für das Picot. Wir stechen in die erste Luftmasche vom Picot, also in die zweite, die wir gehäkelt haben, machen eine Kettmasche, eine Luftmasche für den Abstand und wieder 4 Stäbchen in den nächsten Luftmaschenbogen der Vorrunde. Das ist die Runde 8. Viel Freude damit. In der Runde 9. Die Runde 9, da häkeln wir in das Picot der Vorrunde eine Kettmasche, gefolgt von 4 Luftmaschen. Eine Kettmasche, 4 Luftmaschen. Ich zeige dir das mal. 1, 2, 3, 4 und jetzt in dieses Picot einfach das so mal mitten reinstechen, Faden holen, durchziehen, Kettmasche. 1, 2, 3, 4, reinstechen, Faden holen, durchziehen. Das ist die Runde 9. Die Runde 10. In der Runde 10 häkeln wir in jeden Luftmaschenbogen der Vorrunde 4 feste Maschen, 3, 4 und auf die Kettmasche eine feste Masche. Also in jeden Luftmaschenbogen der Vorrunde 1, 2, 3, 4 und auf die Kettmasche eine feste Masche. Na, das ging jetzt schief. So, das ist die Runde 10. Hab viel Freude damit. Die Runde 11, die häkel ich mit dem Sprenkelgarn. Hier auf dem Mandala der Vorrunde
habe ich das mit diesem Orange gehäkelt. Und zwar häkeln wir Stäbchen und teilen ein in 42 Maschen. Also die 42. Masche ist ja immer die Ecke. Also nach Zunahmen, ich habe zwischen 9 und 10 Zunahmen von Ecke zu Ecke und häkel ganz einfach ganz normale Stäbchen, bis ich die entsprechenden Zunahmen habe und von Ecke zu Ecke auch 42 erreiche. Ich wünsche dir viel Freude. Wie man die Ecken häkelt, hänge ich dir wieder hinten dran. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Runde 11. Und die Reihen 12, 13, 14, 15 für den Rand hänge ich dir hinten dran. Deine Gabriele von Wollaholica. So, jetzt kommen wir zu den letzten vier Reihen. Wie bei einem jeden Quadrat. Ich häkel in Grau dieses Mal und wir modifizieren die Ecken. Das heißt, ich habe schon ein bisschen vorgehäkelt, damit ich dir das zeigen kann. Wir häkeln in diese 42. Masche ein Dreifachstäbchen, drei Luftmaschen und ein Dreifachstäbchen. Dann kommen drei Luftmaschen, wir überspringen drei Maschen und ein Doppelstäbchen. So, ich zeige dir das jetzt aber. Und zwar starten wir, na, wir starten mit einem Dreifachstäbchen in einem der Ecken und häkeln ein Dreifachstäbchen. Dann drei Luftmaschen. Und in die gleiche Masche der Vorrunde noch ein Dreifachstäbchen. Dann kommen drei Luftmaschen. Drei. Ich bereite schon vor für ein Doppelstäbchen. Wir überspringen 1, 2, 3 Maschen und in die vierte machen wir ein Doppelstäbchen. Drei Luftmaschen. Wieder drei Maschen überspringen und in die vierte machen wir ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Wieder drei Maschen überspringen und in die vierte kommt ein halbes Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und drei Maschen überspringen und jetzt folgen nacheinander 11 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Drei Luftmaschen, drei Maschen überspringen, 1, 2, 3 und in die vierte ein halbes Stäbchen. Drei Luftmaschen, drei Maschen überspringen und in die vierte Masche ein Stäbchen. Drei Luftmaschen, drei Maschen überspringen, in die vierte Masche ein Doppelstäbchen. Drei Luftmaschen und jetzt kommt schon wieder die Ecke. Also ein Dreifachstäbchen, drei Luftmaschen, ein Dreifachstäbchen in die gleiche Masche. Das machst du in die ganze Runde. Die viertletzte Runde, die drittletzte Runde. Ich häkle jetzt mit demselben Faden weiter. Steigeluftmasche 5 feste Maschen in die zukünftige Ecke 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt habe ich doch tatsächlich
das x-mal schon gehäkelt. Vier feste Maschen in jeden folgenden Luftmaschenbogen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Letzte Luftmaschenbogen vor den festen Maschen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt kommen ja diese 11 festen Maschen der Vorreihe. Darauf häkeln wir jetzt 11 halbe Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11. Und jetzt kommen wir wieder zum Luftmaschenbogen. Vier feste Maschen, vier feste Maschen, vier feste Maschen und in die Ecke da hinein fünf feste Maschen. Das ist das Geheimnis der drittletzten Reihe. Ich häkle alleine zu Ende. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt kommen die letzten beiden Reihen. Und zwar häkeln wir auf jede Masche der Vorrunde ein Stäbchen. Nur in die dritte Masche der Ecke, da häkeln wir zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. In der letzten Runde, in diesen Luftmaschenbogen, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. So formen wir diese Ecke. Zeig dir das einmal. Ich habe hier schon einmal die Ecke modifiziert und die Reihe rüber gehäkelt. Und jetzt kommen wir zu der Ecke. Die ersten beiden Maschen der Vorreihe, ein Stäbchen, noch ein Stäbchen. Und dann, das ist die dritte feste Masche, da kommen zwei Stäbchen rein, die gleiche Masche. Zwei Luftmaschen und noch zwei Stäbchen. Dann ganz einfach in jede Reihe, in jede Masche der Vorreihe ein Stäbchen. Ich rede immer von Reihen, das sind Runden. So, und das machen wir jetzt zwei Reihen. Dann sind die letzten vier Reihen des Mandalas erledigt. Ich wünsche dir viel Freude beim Mit- oder Nachhäkeln. Deine Gabriele von Wollohulika.